Ja, Herr Präsident, vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer draußen und drinnen, wir debattieren ja also heute einen gemeinsamen Antrag von Regierungsfraktionen und CDU zur Kraft-Wärme-Kopplung. Das ist erfreulich, dass man das zu einem gemeinsamen Antrag hat finden können. Das ist genauso erfreulich wie die Kraft-Wärme-Kopplung selbst. Ich zitiere mal aus unserem Wahlprogramm. Die Piraten Nordrhein-Westfalen sehen im weiteren Fortbestehen der Förderung von insbesondere dezentraler Kraft-Wärme-Kopplung, Energieerzeugung in Bürgerhand, Kleinstblockheizkraftwerke und dem Ausbau regionaler Wärmenetze einen direkten Weg, die effiziente Erzeugung und Nutzung von Energie sicherzustellen und zu verbessern. Grundsätzlich ist bei der Energieerzeugung, die thermische Prozesse nutzt, Kraft-Wärme-Kopplung vorzusehen. Ein entsprechender Ausbau ist auch eine Infrastrukturmaßnahme, die Aufgabe des Landes ist. Dabei ist eine enge planerische Zusammenarbeit mit regionalen Strukturen vorzusehen. Zitat Ende. Diese Kraft-Wärme-Kopplung ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie die Energiewende kleinteilig, lokal und regional vorankommt. Sie hilft mit, auf Produzenten- und Anbieterseite weg vom schädlichen Oligopol und hin zum volkswirtschaftlich und ordnungspolitisch sinnvollen und erwünschten Polypol zu kommen. Es ist richtig, dass Nordrhein-Westfalen große Potenziale hat und dass diese genutzt werden müssen. Unter Berücksichtigung der aktuellen Marktbedingungen wird die Kraft-Wärme-Kopplung Stromerzeugung bis zum Jahr 2020 gegenüber dem heutigen Stand stagnieren. In der Kraft-Wärme-Kopplungsstudie der Landesregierung fällt auf, dass das Potenzial sehr sensibel auf die Rahmenbedingungen reagiert. Die Fördersituation spielt also eine zentrale Rolle und wir brauchen Investitionssicherheit, was die Förderung im KWKG nach 2016 angeht. Denn das hat unmittelbar Einfluss auf die sich über Jahre hinziehende Ausschöpfung von KWK-Potenzialen. Die von der Landesregierung angestrebte Verdoppelung der KWK-Nutzung scheint nach Aussage der Potenzialstudie mittelfristig problemlos möglich zu sein, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Wichtig ist, dass KWK einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz leistet. Das Öko-Institut berechnete im Jahr 2014 die CO2-Einsparung, indem es die Emissionen der gekoppelten Erzeugung denen einer getrennten Strom- und Wärmeerzeugung gegenüberstellte. Es ergaben sich knapp 40 Millionen Tonnen Einsparung von CO2-Emissionen. Und das Erreichen hoher Anschlussgrade ist von essentieller Bedeutung, besonders um vorhandene Wärmesenken anzubinden. Und dies erfordert eine entsprechende politische Flankierung. Und deshalb auch unser Änderungsantrag. In der Begründung des Antrages werden Wärmespeicher und Verteilnetze erwähnt. In den Forderungen tauchen sie nicht ausreichend auf. Die Unterstützung von Nah- und Fernwärmenetzen ist schön und richtig. Besser und genauer ist aber die Formulierung mit Nah- und Fernnetzen für Wärme und Kälte, also die Förderung dieser Netze, genau wie die Förderung von Wärme und Kälte speichern. Und wir möchten das ergänzen, damit das dann insgesamt eine runde Sache wird. Und mit diesem Zusatz dann ist der Antrag auch ohne Vorbehalte zustimmungsfähig. Vielen Dank.